Liebe Studierenden, in der heutigen Einheit geht es um die Ermittlung und die Berechnung der Einkommensteuer. Das heißt, wir sind sozusagen am Ende vom einen Kapitel von der Einkommensteuer und ich möchte mit Ihnen heute sozusagen erläutern, wie genau die Ermittlung der jeweiligen spezifischen Einkommensteuer erfolgt und die Berechnung. Wir haben schon zu Beginn, sind wir mal darauf eingegangen, über diese unterschiedlichen Begriffe. Ich hoffe, dass wir am Ende dieser heutigen Einheit sozusagen das zuordnen können. Hinsichtlich des Steuergegenstandes haben wir im Steuerrecht drei Begriffe. Das sind die Einnahmen, die Einkünfte und das Einkommen. Sie haben jetzt sozusagen in den letzten Videos von uns erfahren, wie wir zu den Einnahmen bzw. zu den Einkünften kommen. Und in der heutigen Einheit möchten wir uns damit auseinandersetzen, wie komme ich von den Einnahmen bzw. von den Einkünften zum Einkommen. Die Einnahmen sind sozusagen die Erträge aus den jeweiligen Einkunftsarten. Sie haben gehört, in der österreichischen Einkommensteuer gibt es 7 Einkunftsarten. Da wird differenziert zwischen betrieblichen und außerbetrieblichen beziehungsweise Haupt- oder Nebeneinnahmequellen und die Erträge aus der jeweiligen Einkunftsart wird eben als Einnahme bezeichnet. Dann weiters gibt es sozusagen als nächsten Schritt die Einkünfte, weil wir ja in unserer synthetischen Einkommensteuer vom Nettoprinzip sprechen. Das heißt, dass ich, wenn ich Ausgaben habe, um meine Einkünfte zu erzielen, dann kann ich diese abziehen und erst wenn ich sozusagen meine Einnahmen habe und diese dann mit den jeweiligen Aufwendungen und saldiere, bekomme ich die Einkünfte. Das wäre zum Beispiel bei betrieblichen Einkünften, wir stellen uns jetzt vor, wir haben einen Rechtsanwalt, der Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit, also Arbeit bezieht. Und dieser hat dann Aufwendungen, zum Beispiel braucht er für die Ausführung seiner täglichen Arbeit Kanzleiräumlichkeiten. Die hat er irgendwo angemietet. Zusätzlich beschäftigt er noch das Sekretariat und hat eben Papierausgaben und einen Computer und so weiter. Jetzt ist es so, dass alles sozusagen, was er im Zuge dieser Tätigkeit in seiner Kanzleitätigkeit erzielt, das sind aber grundsätzlich Einnahmen. Und die Aufwendungen, die er in Bezug auf seine Tätigkeit hat, das wäre zum Beispiel die Mietzahlungen für die Kanzleiräumlichkeiten oder er muss sein Sekretariat sozusagen entgelten oder er muss Schreibmaterial und dergleichen kaufen. All diese Erträge und Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit seiner Einkünfteerzielung und die kann er saldieren und wenn man das saldiert hat, haben wir sprechen wir dann im steuerlichen Sinn von Einkünften. Jetzt schauen wir uns in weiterer Folge an, wie wir von diesen Einkünften zu letzten Ende zum Einkommen kommen. Und dieses Einkommen wird dann eben besteuert im Sinne der Einkommensteuer. Ich habe jetzt mich dazu entschlossen, gleich zu Beginn auf die zwei unterschiedlichen Arten einzugehen. Also es wird auch teilweise, vor allem auch im Lehrbuch, wird es teilweise so dargestellt, dass sozusagen die synthetische Einkommensteuer als Haupteinkommensteuerart dargestellt wird und dann immer jeweils nur die Ausnahmen. Dadurch, meines Erachtens ist es eben so, das hat sozusagen einen historischen Hintergrund, weil früher war eben prinzipiell alles unter der synthetischen Einkommensteuer und deswegen hat man erst jetzt mit der Zeit die Unterschiede hervorgearbeitet. Aber ich persönlich halte es für sinnvoller, gleich von Anfang an zu unterscheiden. Wir haben sozusagen, die Einkommensteuer hat mittlerweile zwei Systeme. Wir haben einerseits die synthetische Einkommensteuer und andererseits die Schedulenbesteuerung. Jetzt schauen wir uns hier nochmal an. Unter Schedulenbesteuerung, das haben wir auch immer wieder erwähnt, geht es darum, dass sozusagen besondere Einkunftsarten in einer sogenannten Schedule besteuert werden. Die werden nicht in der Regel besteuert, also die werden nicht im Zuge der synthetischen Steuer ermittelt. Das heißt, wir haben da auch keinen progressiven Steuersatz, sondern da gibt es besondere Sonderregelungen, auf die werden wir noch kurz eingehen. Aber damit Sie das wissen, unter Schedulenbesteuerung versteht man in Österreich im Prinzip die Einkünfte aus Kapitalvermögen, wobei es da diesbezüglich auch Ausnahmen gibt, weil manche im Sinne der synthetischen Einkommensteuer zu besteuern sind und weiters Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen.
alle anderen Einkünfte von den 7, das heißt Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und dergleichen oder Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, folgen grundsätzlich der synthetischen Einkommensteuer. Das heißt, die werden im Sinne der synthetischen Einkommensteuer, das heißt, Sie hören das jetzt in weiterer Folge genauer, das heißt eben, einen progressiven Steuersatz unterliegend besteuert. Da möchte ich noch erwähnen, damit Sie das wissen, die Einkünfte aus Kapitalanlagen, die werden, so, da gibt es ein eigenes Video von uns, wo wir das genauer befassen, aber zur Wiederholung, stille Beteiligungen und Privatdarlehen sind ausgenommen von der Schedulenbesteuerung, das heißt, die werden immer synthetisch besteuert. Das heißt, wenn Sie einen Sachverhalt haben, wo beispielsweise Ihr Freund Ihnen ein Privatdarlehen gewährt und diesbezüglich auch ein Zinssatz vereinbart ist, dann unterliegt dieser Zinssatz auch bei Ihrem Freund sozusagen der Einkommensteuer, aber eben nicht der Schedulenbesteuerung, also nicht zum besonderen Steuersatz von 27,5 oder 25%, sondern ist dort im Wege der normalen Einkommensteuererhebung zu ermitteln. Jetzt in weiterer Folge, die Ausführungen, die Sie jetzt hören, gehen um die synthetische Einkommensteuer. Das heißt, das ist der Standardfall, wie er im Sinne des österreichischen Einkommensteuergesetzes vorgesehen ist. Jetzt ist an prominenter Stelle festgelegt, das sagt der § 2 ESTG, da geht es insbesondere um den Absatz 2, der zeigt, wie wir zur Einkommensermittlung sozusagen, weil Beträge es dazu berücksichtigen gibt. Der besagt, Einkommen ist der Gesamtbetrag der Einkünfte aus den im Absatz 3 aufgezählten Einkunftsarten. Das heißt, das sind, wir haben jetzt die 7 Einkunftsarten, die Sie bereits kennen. Das heißt, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, sonstige Einkünfte. Diese Formen sozusagen werden jetzt eben vom § 2 erfasst und diese müssen zuerst nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus den einzelnen Einkunftsarten ergeben und nach Abzug der Sonderausgaben im Sinne des § 18 ESTG und außergewöhnlichen Belastungen nach § 34 und 35 ESTG sowie des Freibetrages nach 105 ESTG ermittelt. Da sehen Sie jetzt schon sozusagen, wie die Vorgehensweise ist. Das heißt, zuerst muss ich einmal die 7 Einkunftsarten, da jeweils die Einkünfte ermitteln. Dann muss ich da berücksichtigen, dass wir eben die Schedulenbesteuerung haben. Das heißt, bei den Einkünften, die der Schedulenbesteuerung unterliegen, bei denen ist es so, dass die nicht zu den Einkünften hinzugerechnet werden, sondern einzeln an der Schedule besteuert werden. Wenn ich jetzt diesen Betrag habe und den eben auch mit Verlusten ausgeglichen habe, dann habe ich in weiterer Folge muss ich mir anschauen, ob es Sonderausgaben gibt, die ich abziehen darf. In weiterer Folge gibt es dann noch die außergewöhnlichen Belastungen und zu guter Letzt den Freibetrag. Jetzt, das, was jetzt in § 2 Absatz 2 an prominenter Stelle geschrieben ist, ist jetzt hier noch einmal sozusagen bildlich dargestellt. Wir haben eben die Summe der 7 Einkunftsarten. Da muss ich zuerst einen Verlustausgleich vornehmen, denn es heißt ja laut dem Wortlaut nach Ausgleich mit Verlusten. Wir gehen dann noch in weiterer Folge genau ein, da gibt es unterschiedliche Formen von Verlustausgleichen. Dann minus der Sonderausgaben, der außergewöhnlichen Belastungen und des Freibetrages. Ich sage jetzt deswegen extra Einzahl, weil es hat da gesetzliche Änderungen gegeben. Das heißt, es gibt derzeit, kennt unser Einkommensteuergesetz nur einen Freibetrag, der in § 105 genannt ist. Es hat zu Veränderungen, ist es zu Veränderungen gekommen, weil gewisse Freibeträge zu Absatzbeträgen verändert worden sind. Wir werden nur noch sehen, genau warum. Wenn ich das sozusagen durchgeführt habe, sprechen wir dann schon vom Einkommen der jeweiligen Person. Dieses Einkommen habe ich dann zu multiplizieren mit dem Tarif, der in § 33 ESTG vorgesehen ist. Also in Österreich
kennen wir einen progressiven Tarif. Das heißt, es wird nicht ein fixer Steuersatz auf den gesamten Betrag angewendet, sondern es findet eine Staffelung statt. Wir schauen uns die dann noch genauer an. Und dann, wenn ich das ermittelt habe, habe ich sozusagen einmal die jeweilige Einkommensteuer. Und dann zusätzlich noch gibt es noch Absatzbeträge, wobei da diesbezüglich in der Regel sozialpolitische Gründe dahinter liegen. Die führen dann noch dazu, dass die Einkommensteuer reduziert wird, wenn dem jeweiligen Steuerpflichtigen ein Absatzbetrag zustellt. Und letzten Endes ist das dann die Einkommensteuerschuld. Davon kann man dann noch etwaige Vorauszahlungen abziehen, weil ja im Sinne der synthetischen Einkommensteuer vierteljährlich Vorleistungen zu tätigen sind. Und wenn da zum Beispiel die Vorauszahlung schon erfolgt ist, dann reduziert das natürlich meine Einkommensteuerschuld. Und dann, was zum guter Letzt übrig bleibt, ist eben die Zahllast. Oder wenn etwa meine Vorauszahlungen höher waren als mein Einkommen im jeweiligen Jahr, dann entsteht eine Gutschrift. Wir werden jetzt da uns in weiterer Folge die einzelnen Punkte anschauen. Das heißt, wir schauen wir uns zuerst an, welchen Verlustausgleich kennen wir. Dann schauen wir uns die Sonderausgaben an, dann außergewöhnlichen Belastungen, den Freibetrag möchte ich nur kurz erwähnen, der Vollständigkeit halber, und dann schauen wir uns schon die Steuersätze an. So, der Verlustausgleich. Also das ESDG bestimmt eine gewisse Form von Verlustausgleich, also eine Regelung. Da gibt es eine Reihenfolge, also das macht auch Sinn. Das heißt, weil ja bei der Einkommensteuer alle Einkunftsarten zusammengerechnet werden und dieser Betrag dann als Gesamtschuld betrachtet wird und dann erst einem Steuersatz unterliegt, kann man natürlich, wenn man jetzt in der einen Einkunftsart Gewinne erzielt oder in der anderen Verluste, kann man die ausgleichen. Und da gibt es eine gewisse Reihenfolge, die man zu beachten hat, wie man diese Verluste ausgleicht. Zuerst natürlich einen innerbetrieblichen Verlustausgleich. Das heißt, wenn innerhalb eines Betriebes ein Gewinn erzielt wird und zeitgleich auch ein Verlust, dann ist der natürlich zuerst auszugleichen. Dann kennen wir den horizontalen Verlustausgleich. Das heißt, wenn ich in einer Einkunftsart Gewinne erziele, aber auch Verluste, dann sind zuerst innerhalb einer Einkunftsart Verluste und Gewinne auszugleichen. Denkbar wäre etwa, wenn jemand zum Beispiel einen Gewerbebetrieb führt und in diesem Gewerbebetrieb also nicht nur einen Gewerbebetrieb innehat, sondern mehrere, weil er mehrere verschiedene Unternehmen betreibt, dann sind das alles Einkünfte aus Gewerbebetrieb und diese sind dann zuerst auszugleichen. Oder wenn zum Beispiel jemand Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hat, und dann aber zeitgleich vielleicht in einem Jahr auch hohe Verluste aus Vermietung und Verpachtung hat, weil er zum Beispiel Instandsetzungsaufwendungen und dergleichen tätigt, dann kann er das eben auch nur horizontal, also innerhalb mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ausgleichen. Dann kennen wir noch den vertikalen Verlustausgleich. Das heißt, dass eben auch Verluste aus einer Einkunftsart mit Gewinnen aus einer anderen Einkunftsart ausgleichsfähig sind. Und diesbezüglich bei diesem Verlustausgleich gibt es auch gewisse Beschränkungen. Die schauen wir uns dann noch in weiterer Folge ein bisschen genauer an. Insbesondere eben bei der synthetisch, also bei der Schedulenbesteuerung. Aber die möchte ich dann zum Schluss noch einmal erwähnen und in den jeweiligen Kapitel wird es auch erwähnt, dass zum Beispiel bei der Schedulenbesteuerung es so ist, dass Einkünfte aus privater Grundstücksveräußerung etwa nicht mit anderen Einkunftsarten einfach so ausgleichfähig sind. Da wäre nur ein Ausgleich mit Einkünften und Vermietung und Verpachtung möglich. Ich könnte zum Beispiel jetzt nicht Einkünfte aus privater Grundstücksveräußerung mit Einkünften aus einem Gewerbebetrieb einfach ausgleichen. Und je nachdem, was aus diesem Verlustausgleich, also nachdem die Einkünfte eben mit Verlusten ausgeglichen werden, spricht man eben von dem Gesamtbetrag der Einkünfte und der kann entweder negativ, aber auch positiv sein. Ich habe eben schon erwähnt, es gibt Beschränkungen hinsichtlich dieses Verlustausgleichs. Zu erwähnen ist da, dass zum Beispiel bei Leistungen im Sinne des § 29 Ziffer 3, die sind nie ausgleichsfähig.
Das wäre etwa ein Beispiel aus Leistungen im Sinne des Paragraphen 29 Ziffer 3 wäre Einkünfte aus der Vermietung von nicht Gebäuden, sondern von Gegenständen. Wenn zum Beispiel jemand eine Yacht irgendwo oder ein Motorboot am Wörthersee besitzt und diese dann vermietet, dann würde sich dabei, wenn es jetzt sozusagen mal gewerbliche Tätigkeit, also Gewerbe nicht, weil sonst wären wir ja schon beim Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aber wenn das sozusagen wenn da die Wahrscheinlichkeit ist, dass das nicht nur Liebhaberei ist, sondern tatsächlich Einkünfteerzielungsabsicht vorliegt, dann wären es Leistungen eben im Sinne des Paragraphen 29 Ziffer 3 und da wäre ein Verlustausgleich nicht zulässig. Dann auch bei Spekulationsgeschäften gibt es eine Beschränkung, nämlich Spekulationsgeschäften können eben nur mit ebenfalls mit Spekulationsgeschäften im selben Zeitraum ausgeglichen werden. Sie erinnern sich, Spekulationsgeschäfte wären Veräußerungen innerhalb eines Jahres. Zum Beispiel, wenn jemand Gold beispielsweise ankauft und das innerhalb eines Jahres wieder veräußert, dann wäre das ein Spekulationsgeschäft. Und wenn er aus dieser Veräußerung einen Gewinn erzielt und dann zusätzlich noch zum Beispiel ein Gemälde innehält und dieses innerhalb eines Jahres nach Erwerb wieder verkauft und dabei einen Verlust erzielt, dann könnte dieser Steuerpflichtige seine Gewinne aus der Goldveräußerung mit seinen Verlusten aus der Bildveräußerung ausgleichen. Dann, auch die habe ich schon erwähnt, also bei Kapitalvermögen gibt es ganz umfassende Verlustausgleichsbeschränkungen. Da möchte ich bitte auf das Video verweisen hinsichtlich der Kapitaleinkünfte, weil da gibt es unterschiedliche Formen von Beschränkungen. Und auch bei den Grundstücksveräußerungen gibt es Formen des Verlustausgleiches. Zum Beispiel muss man das auf 60% minimieren und nur das ist auch, also ja, auf 60% minimieren und das ist ausgleichfähig mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Aber auf die genauen Ausführungen würde ich bitte auf das jeweilige Video verweisen. Dann geht es weiter. Dann sozusagen, wenn ich einmal den Verlustausgleich und meine Einkünfte jetzt sozusagen erzielt habe, muss ich schauen, ob ich Sonderausgaben geltend machen kann. Die sind taxativ in Paragraphen 18 ESDG aufgezählt. Taxativ bedeutet, das ist eine einschränkende Aufzählung. Das heißt, nur diejenigen, die tatsächlich in Paragraphen 18 ESDG genannt sind, sind dann auch ausgleichsfähig. Dazu zählen, also ich habe jetzt nicht alle erwähnt, ich habe aber wichtige hier für Sie festgehalten. Besonders hervorzuheben möchte ich dann den Verlustvortrag. Aber nur der Vollständigkeit halber möchte ich sagen, zum Beispiel Kirchenbeiträge sind Sonderausgaben, das ist bis maximal 400 Euro, dürfen die als Sonderausgabe berücksichtigt werden oder die Steuerberatungskosten im vollen Umfang, sofern die eben ohnehin noch nicht Werbungskosten oder einfach eine Betriebsausgabe darstellen, weil ja häufig eben, wenn jetzt Sie zum Beispiel als Unternehmer und Sie betreiben, haben Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb, weil Sie ein kleines Baugewerbe betreiben, dann und Sie da in dieser Tätigkeit eben einen Steuerberater beauftragen, dann wären ja das bereits Betriebsausgaben und Sie würden da schon den Gewinn mindern. Wenn aber jetzt das zum Beispiel bei einer Person ist, die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit bezieht und da einen Steuerberater beauftragt, dürfte diese Person diese Steuerberatungskosten aus Sonderausgaben oder eben aus Werbungskosten geltend machen. Dann weiters sind Spenden zu berücksichtigen. Das ist sozusagen das Pendant zu den betrieblichen Einkünften, weil ja auch bei den betrieblichen Einkünften ein Unternehmer bis zu 10% seines Einkommens an gewisse Organisationen spenden darf. Das geht also, wenn Sie jetzt kein Unternehmen betreiben, haben Sie auch die Möglichkeit, das in Form einer Sonderausgabe geltend zu machen. Zu berücksichtigen ist dabei eben auch, gibt es die Begrenzung bis maximal 10% des Gesamtbetrages der Einkünfte nach Vornahme des Verlustabzugs. Das heißt,
Ich habe den Verlustabzug jetzt schon beschrieben, das heißt, wir wären genau hier bei den Sonderausgaben. Und weiters ist Voraussetzung, dass derjenige, der die Spende empfängt, das auch dem Finanzamt gegenüber deklariert. Und dann kommen wir schon zum Verlustvortrag. Das ist in Paragraphen 18 Absatz 6 ESTG geregelt. Dabei handelt es sich darum, wenn jetzt jemand in einem Jahr also keinen Gewinn erzielt, sondern tatsächlich negativ bleibt. Und dann ist die Frage, was macht man mit diesem Verlust? Dann sieht das ESTG vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen dieser Verlust im nächsten Jahr mit Einkünften ausgeglichen werden darf. Das nennt sich eben Verlustvortrag. Und Voraussetzung ist dabei, dass eben die Gewinnermittlung durch ordnungsgemäße Buchführung oder Einnahmen-Ausgabenrechnung erfolgt. Das heißt, entweder wir haben einen Bilanzierer oder es muss sich um einen Einnahmen-Ausgaben-Rechner handeln. Das heißt, nur in dem Fall ist es vortragsfähig. Das heißt, es geht nur bei betrieblichen Einkünften. Und das habe ich eben hier auch festgehalten, bei außerbetrieblichen Einkünften besteht kein Verlustvortrag. Es gibt aber gesetzliche Ausnahmen. Ich habe da für Sie zwei erwähnt. Und zwar hat es eine verfassungsrechtliche, also der Verfassungsgerichtshof hat es, glaube ich, 2010 als verfassungswidrig angesehen, dass wenn man bei Einkünften aus Vermietung und Vermachtung in einem Jahr einen Verlust erzielt, dass man das nicht vortragen kann und hat es als gleichheitswidrig angesehen. Und das heißt, bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung besteht die Möglichkeit, wenn man in einem Jahr Verluste erzielt, dass man die dann vortragen darf und das darf man dann auf 15 Jahre vortragen. Und auch bei privaten Grundstücksveräußerungen hat es da eine Angleichung an die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gegeben und auch bei einem Verlust aus privaten Grundstücksveräußerungen darf ich den vortragen und sozusagen in den nächsten 15 Jahren mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ausgleichen. Aber auch diesbezüglich bitte verweise ich auf die genauen Ausführungen in dem Video Einkünfte im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen. Dann sieht der Paragraph 34 und 35 die Möglichkeit von außergewöhnlichen Belastungen vor. Das heißt, wenn sozusagen jemand eine außergewöhnliche Belastung trifft, hat er die Möglichkeit, die bei der Ermittlung des Einkommens geltend zu machen und das minimiert dann letztendlich die Abgabenschuld. Voraussetzung, dass es sich um eine außergewöhnliche Belastung handelt, das sieht der Paragraph 34 vor, sind drei Dinge. Es muss sich zu Beginn um eine außergewöhnliche Belastung handeln. Außergewöhnlich ist so zu verstehen, dass es die Mehrzahl der vergleichbaren Steuerpflichtigen nicht trifft. Das heißt, man schaut sich an, in der Einkommensklasse und mit je nachdem, um welche Person es sich handelt, ob die Mehrzahl der im vergleichbaren Steuerpflichtigen eine ähnliche Situation hat und wenn es nicht der Fall ist, dann ist aber die Außergewöhnlichkeit zu bewähren. Weiters muss es sich zwangsläufig um eine zwangsläufige Belastung handeln. Das heißt, der Steuerpflichtige ist dazu verpflichtet, entweder eben aus tatsächlichen, rechtlichen oder sittlichen Gründen. Und letztens noch, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit muss wesentlich beeinträchtigt sein. Da sieht der Gesetzgeber sozusagen so einen Selbstbehalt vor. Das heißt, es ist ein Prozentsatz, der auszurechnen ist. Und je nachdem, ob das überschritten ist, würde der Gesetzgeber dann von dieser wirtschaftlichen Beeinträchtigung sprechen. Und dann gibt es aber außergewöhnliche Belastungen, wo es auf diesen Selbstbehalt nicht ankommt. Das ist zum Beispiel bei Katastrophenschäden der Fall. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass in irgendeinem Land oder irgendwo in einer Gemeinde eine Mur abgeht und da 5 Häuser betroffen sind und aus diesem und das sozusagen nicht von dritter Seite von einer Versicherung gedeckt wäre, dann würde sich bei dieser, wenn da jetzt extra Kosten entstehen, würde es sich um außergewöhnliche Belastungen handeln, weil eben außergewöhnlich, das trifft nicht jeden Steuerpflichtigen, zwangsläufig, aus tatsächlichen Gründen, er muss vermutlich diese Kosten tätigen, damit sozusagen sein Zuhause wieder bewohnbar wird und
da wird die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit automatisch vom Gesetzgeber her bejaht, weil es sich eben um Katastrophenschäden handelt. Dann der Paragraph 35 ESDG beschäftigt sich explizit mit Mehraufwendungen aus dem Titel einer Behinderung. Und dann gibt es noch, interessant, ist auch relativ neu, Kosten einer auswärtigen Berufsausbildung. Die können auch geltend gemacht werden, sofern eine vergleichbare, also eine vergleichbare Berufsausbildung nicht am Wohnort möglich ist. Und da ist ein Höchstbetrag, ich glaube, ich kann es jetzt nicht genau sagen, also es ist auf jeden Fall ein monatlicher Höchstbetrag vorgesehen, wie viel man da aus außergewöhnlicher Belastung geltend machen kann. Dann ein Freibetrag, das ist eher gut, also es in der Praxis nimmt, also ist für uns nicht so relevant. Ich möchte es nur erwähnt haben, dass in Paragraphen 105 noch ein Freibetrag vorgesehen ist. Ja. Gut, das heißt, wir haben uns jetzt angeschaut, wir sind jetzt schon beim Einkommen, weil wir haben jetzt festgestellt, eben die Summe der 7 Einkommensarten, haben die mit Verlusten ausgeglichen, haben dann noch geschaut, ob Sonderausgaben vorliegen, ob außergewöhnliche Belastungen oder Freibetrag. Das heißt, wir haben jetzt einmal das Einkommen ermittelt der jeweiligen Person. Dieses Einkommen wird jetzt dem progressiven Steuersatz, wird jetzt sozusagen angewendet. Der progressive Steuersatz ist in § 33 Absatz 1 ESDG festgelegt und das funktioniert eben in Stufen. Die habe ich hier dargestellt. Das heißt, jeden Steuerpflichtigen sozusagen beginnt es immer gleich. Die ersten 11.000 sind von der Einkommensteuer befreit. Bei diesen 11.000 handelt es sich laut dem Gesetzgeber um das Existenzminimum. Das verwirklicht das subjektive Nettoprinzip und diese 11.000 Euro unterliegen nicht der Einkommensteuer. Dann daraufhin zwischen 11.001 Euro und 18.000 Euro kommt ein 25%iger Steuersatz zur Anwendung und so weiter. Unser Spitzensteuersatz liegt derzeit bei 55%. Das ist für Einkommen über 1 Million relevant ist, dass dieser wurde sozusagen eingeführt und ist befristet mit 2020. Das heißt, wenn das von den Gesetzgebern nicht erneuert wird, dann fällt es mit Ende 2020 weg und wir haben dann nur noch den Höchststeuersatz von 50%. Weiters kennt jetzt eben der Gesetzgeber, kennen wir auch Absatzbeträge, die minimieren sozusagen für jeden die Steuerschuld in gleicher Hinsicht, weil ja bereits sozusagen der Tarif angewendet wurde und jetzt gibt es gewisse Beträge, die werden einfach von dieser Steuerschuld abgezogen. Das heißt, unabhängig davon, wie viel Einkommen ich beziehe, ist sozusagen für jeden der Absatzbetrag gleich hoch. Und wir kennen Absatzbeträge für, wenn man Kinder hat oder Alleinverdiener oder Alleinerzieher ist, Unterhaltsabsatzbeträge, Verkehrsabsatzbeträge, Pensionistenabsatzbeträge oder Kindermehrbeträge. Da würde ich bitte einfach darauf verweisen, dass Sie sich einfach mal den Kodex anschauen und den Paragraphen 33 sich einfach mal durchblättern. Da sind die jeweiligen Voraussetzungen genannt und in welcher Höhe diese Beträge sind. Ich weiß das selber nicht auswendig und muss das dann auch in der Praxis immer wieder nachschauen. Dann gibt es noch Tarifermäßigungen. Ich möchte es nur kurz erwähnt haben. Es gibt unter bestimmten Härtefällen, sieht der Gesetzgeber vor, dass es zu einer Tarifermäßigung oder Stundung kommen kann. Zum Beispiel kann unter gewissen Voraussetzungen die Verteilung auf 3 Jahre erfolgen oder ein halber Durchschnittssteuersatz angewendet werden. Oder es gibt Steuerfestsetzungen bei einem Schuldenerlass oder im Insolvenzverfahren gibt es Sonderregelungen. Wie funktioniert jetzt das mit der Erhebung? Das heißt, also wir haben jetzt sozusagen einmal die Einkommensteuerschuld berechnet. Jetzt ist die Frage, wie kommt dieses Einkommen vom Steuerpflichtigen zum Finanzamt? Da gibt es grundsätzlich 2 Erhebungstechniken, die Veranlagung, das ist sozusagen der Standard, der Regelfall, und die Selbstberechnung. Veranlagung bedeutet, dass eigentlich eine bescheidmäßige Vorschreibung kommt. Das heißt,
Der Steuerpflichtige würde eine Erklärung abgeben, je nachdem, sozusagen, er würde bekannt geben, welches Einkommen er bezogen hat, welche Belastungen er hat, welche Verluste er im Jahr davor bezogen hat und dergleichen. Und würde dann aufgrund dieser Erklärung einen Einkommensteuerbescheid erhalten. Und aufgrund dieses Bescheides würde dann sozusagen erst die Vorschreibung erfolgen und dadurch die Steuerschuld entstehen. Das heißt, bei der Veranlagung ist immer zwingend ein Bescheid involviert. Bei der Selbstberechnung ist es so, dass die Selbstberechnung ist sozusagen der Steuerpflichtige oder ein Dritter wird verpflichtet vom Finanzamt die Berechnung durchzuführen und dann diese Steuerschuld, ohne dass dazwischen ein Bescheid erlassen wird, an das Finanzamt zu entrichten. In der Regel erfolgt die Selbstberechnung, da werden sozusagen Dritte mit einbezogen, die sich, die sozusagen, wo der Gesetzgeber meint, die würden sich besser mit dem Bereich auskennen und die kann man sozusagen, denen kann man zumuten, dass sie eine Selbstberechnung vornehmen und dadurch das Finanzamt unter gewissen, sozusagen man könnte nennen es, Finanzamt ein bisschen unterstützen, dass die Steuererhebung erfolgt. Klassische Formen der Selbstberechnung wäre zum Beispiel die Lohnsteuer, weil ja die wird ja sozusagen bei Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit, ist es in Österreich so, dass der Arbeitgeber verpflichtet wird, für seine Arbeitnehmer die Lohnsteuer und demnach die Einkommensteuer abzuführen. Da gibt es eine Ausnahme, weil ja auch die Arbeitnehmerveranlagung möglich ist. Das heißt, der Arbeitnehmer kann trotzdem sagen, ich möchte für das Jahr eine Arbeitnehmerveranlagung vornehmen, weil ich habe gewisse Belastungen, die mein Arbeitgeber nicht weiß und die möchte ich noch geltend machen und deswegen möchte ich, dass meine Steuerschuld minimiert wird. Weitere Formen der Selbstberechnung wäre etwa die Kapitalertragssteuer oder die Immobilienertragssteuer. Das heißt, bei der Schedulbesteuerung handelt es sich in der Regel immer um eine Selbstberechnung, aber auch dort ist es möglich, eine Veranlagung zu machen. Auch diesbezüglich verweise ich deswegen bitte auf die Videos zu Kapitaleinkünften und privaten Grundstücksveräußerungen. Da wird es dann genauer ausgeführt. Jetzt schauen wir uns noch einmal sozusagen die Veranlagung an, weil ja die klassische Form der Einkommenserhebung in der synthetischen Einkommensteuer ist. Das heißt, der Paragraph 42 ESTG legt fest, wer überhaupt eine Steuererklärung abzugeben hat. Das heißt, wir unterscheiden damit zwischen unabhängig von der Höhe vom Einkommen und abhängig von der Höhe vom Einkommen. Immer ist eine Steuererklärung abzugeben, wenn man vom Finanzamt aufgefordert wird. Und auch bei betrieblichen Einkünften, wenn mit Betriebsvergleich sozusagen der Gewinn ermittelt wird, dann ist auch immer zwingend eine Steuererklärung abzugeben. Und sonst in allen anderen Fällen hängt es davon ab, dass man gewisse Beträge überschreitet, wenn man zum Beispiel ein Jahreseinkommen über 11.000 Euro bezieht. Und dass sich dies bei nicht um Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit handelt, dann ist da auch zwingend eine Steuererklärung abzugeben. Wenn Sie zum Beispiel sich vorstellen, ein Musiker, der selbstständig tätig ist und der immer wieder beauftragt wird, Konzerte zu spielen und da ein Einkommen erzielen oder ein Fotograf, der immer wieder am Wochenende Hochzeiten fotografiert, der muss dann eine Steuererklärung abgeben, wenn er eben über diese 11.000 Euro kommt. Und bei den Einkünften, also wenn jemand Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit erzielt und zusätzlich Einkünfte von 730 Euro noch zusätzlich erzielt, dann muss er auch eine Steuererklärung abgeben, weil dann kommt es da zu einer Nachberechnung. Jetzt ist die Frage, bis wann ist es abzugeben? Das legt der Paragraph 134 Bundesabgabenordnung fest. Das heißt, grundsätzlich, also bitte merken Sie sich den 30. Juni des Folgejahres, weil bei elektronischer Übermittlung gilt dieser 30. Juni. Der Gesetzgeber sieht eben vor, dass eine Abgabenerklärung bis spätestens 30. April des Folgejahres abzugeben ist, verlängert diese aber bei elektronischer Übermittlung. Und in der Praxis ist es jetzt so, dass ca. 80%
elektronisch übermittelt werden. Gewisse Steuerpflichtige sind auch zwingend dazu verpflichtet, das elektronisch abzugeben, und sozusagen jenen, dem das zuzumuten ist, hat seine Abgabenerklärung elektronisch abzugeben, und das hat bis zum 30. Juni des Folgejahres zu erfolgen. Es ist auch möglich, dass eine Fristverlängerung beantragt wird. Da muss man halt einen Antrag stellen, das irgendwie begründen. Jedoch entstehen dabei wird das verzinst. Das heißt, der Zinssatz ist relativ hoch im Vergleich zu dem, was derzeit man bei Banken an Zinsen erhält. Und aus diesem Grund rottet man eher davon ab. Und dann erfolgt so, dass sozusagen Abgabenerklärung geht dann ans Finanzamt. Das funktioniert das meiste dort elektronisch. Deswegen ist es ja auch möglich, wenn wir sozusagen über Finanz online das ausführen, dass bereits eine vorläufige Berechnung erfolgt, weil das erfolgt elektronisch. Allerdings ist es so, dass sozusagen das nennt sich Risikomanagement, gibt es Programme, die da drüber laufen und die sozusagen Überprüfung durchführen. Das heißt, wenn da etwas wesentlich anders ist als gegenüber dem Vorjahr oder extrem hohe Verluste erzielt werden oder dergleichen, dann wird da wahrscheinlich Alarmlampe sozusagen rot leuchten, und es kann dazu kommen, dass das Finanzamt Ergänzungsersuchen beantragt. Das heißt, sie haben dann auszuführen, sie kriegen dann ein Schreiben, wo dann drinnen steht, bitte erläutern Sie, wie es zu den hohen Verlusten gekommen ist, oder legen Sie Rechnungen vor. Das heißt, da kann dann eine Nachprüfung erfolgen. Und dann erfolgt in der Regel die bescheidmäßige Festsetzung. In den meisten Fällen ist es so, dass der Bescheid der Abgabenerklärung ziemlich ident ist. Und erst wenn dieser Bescheid vorliegt, ist es so, dass einen Monat nach Zustellung dieses Bescheides tritt dann die Fälligkeit der Abgabenschuld ein. Das heißt, damit Sie das einmal verstehen, wann sozusagen eine Schuld entsteht, beim Bescheid ist es immer so, einen Monat nach Zustellung, dann haben wir die Fälligkeit. Das würde jetzt bedeuten, dass wir das Finanzamt immer erst, wenn man jetzt den 30. Juni des Folgejahres zur Abgabenerklärung hat, bis dann der Bescheid entsteht und zugestellt würde und dann am Monat nach Fälligkeit, würde das ja bedeuten, dass erst irgendwann im Herbst das Finanzamt immer zu seinen Einnahmen kommt. Da sozusagen die Einnahmen dazu dienen, dass Österreich und die ganzen Funktionen, die der Staat und die Gebietskörperschaften eben übernimmt, aufrechterhalten werden können, bedarf es sozusagen bereits Vorleistungen, und da gibt es sozusagen vierteljährliche Vorauszahlungen. Man geht ja jetzt davon aus, dass ein Abgabepflichtiger jedes Jahr in etwa ähnliche Einkünfte erzielt, und das Finanzamt nimmt sozusagen die Abgabenschuld des Vorjahres und gibt dann dem Abgabenpflichtigen oder legt den Abgabenpflichtigen fest, dass er vierteljährliche Vorauszahlungen zu leisten hat. Das heißt, viermal im Jahr, und zwar immer am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November, sind Vorleistungen zu tätigen. Das entspricht immer einem Viertel der Abgabenschuld des Vorjahres. Und dann sozusagen am Ende wird diese Vorleistung dann abgeglichen mit der tatsächlichen Schuld, und wenn das weniger ist, dann entsteht sozusagen ein Guthaben, und wenn das mehr ist, dann muss eine Nachzahlung erfolgen, und die ist dann binnen einem Monat zu leisten. So, das war jetzt sozusagen einmal, das Ganze ist jetzt dieses Standardprogramm, wie das die Einkommensteuer das Einkommen grundsätzlich vorsieht. Und seit einigen Jahren gibt es jetzt eine Form der Schedulenbesteuerung, eben für Einkünfte des Kapitalvermögens für die meisten und für Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen. Und die sehen sozusagen Sonderregelungen vor. Das habe ich jetzt da nochmal kurz sozusagen die wichtigsten Unterschiede erläutert. Die synthetische Einkommensteuer, haben wir jetzt gehört, einmal unterliegt einem progressiven Tarif. Das heißt, wir haben einen gestaffelten Tarif. Dann weiters gibt es das Nettoprinzip, das heißt, Aufwendungen, die in Bezug auf die Einkünfteerzielung anfallen, darf ich abziehen. Und es gibt auch allgemeinen Verlustausgleich mit sämtlichen anderen Einkunftsarten, und ich habe auch die Möglichkeit, meinen Verlust in die nächsten Jahre vorzutragen, sollte ich in einem Jahr einen Verlust erzielen. Bei der Schedulenbesteuerung ist es jetzt so,
dass es da einen einheitlichen Steuersatz gibt. Das nennt man Flat Rate Tax. Das heißt zum Beispiel bei den Einkünften aus Grundstücksveräußerungen unterliegt es einem besonderen Steuersatz von 30%. Weiters gilt das Brutto-Prinzip. Das heißt, der Gesetzgeber hat sich dazu entschlossen, weil er aus Einfachheitsgründen vermutlich, dass man sozusagen Aufwendungen, die in Bezug auf die Einkünfteerzielung entstehen, nicht abziehen darf, sofern das Gesetz nicht explizit etwas vorsieht. Dafür ist halt auch der Steuersatz flacher als der Durchschnittssteuersatz bei der synthetischen Einkommensteuer. Weiters ist ein eingeschränkter Verlustausgleich. Zum Beispiel bei privaten Grundstücksveräußerungen kann ich eben nur mit Einkünften aus Grundstücksveräußerungen ausgleichen oder eben auf 60% reduzieren und nur mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ausgleichen. Weiters kennt die Schedulbesteuerung keine Absatzbeträge und die Erhebungstechnik ist eben eine andere, weil die folgt in der Regel, da werden Dritte involviert und das erfolgt in der Regel mit der Selbstberechnung. Also es gibt auch Möglichkeiten der Veranlagungen, ich werde kurz darauf eingehen, aber in der Regel ist es eine unterschiedliche Erhebungstechnik. Sie dürfen aber nicht vergessen, es ist immer der Antrag auf Regelbesteuerung möglich. Das heißt, man hat auch die Option zu sagen, ich möchte auf Regelbesteuerung optieren, aber auch dann würde dieser besondere Steuersatz trotzdem zur Anwendung kommen. Jetzt gehen wir noch mal kurz ein auf die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Bitte, ich verweise wieder auf das Video zu den Kapitaleinkünften, da wird es sozusagen ganz genau besprochen. Aber eben die größte Erhebungstechnik bei Kapitalvermögen ist der Kapitalsteuerabzug und das erfolgt bereits an der Quelle. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand ein Konto, ein Sparguthaben auf einem Konto, auf einer österreichischen Bank hat, ich weiß, die Zinsen sind derzeit sehr niedrig, das heißt, viel wird da innen sein, aber wenn jetzt da sozusagen die Zinsen wären ja Einkünfte des Kapitalvermögens, dann würde da die Bank verpflichtet werden, die österreichische Bank mittels Kapitalertragssteuerabzuges, also die KESS einzubehalten, die Steuer einzubehalten und dann das Finanzamt abzuführen. Und bei bestimmten Kapitaleinkünften sieht eben das Gesetz vor, bei ausländischen Einkünften, dass sozusagen, da gibt es das gemeinsame Meldestandardgesetz, dass automatisch die Behörde im Ausland für ihn verständigt wird, damit es eben da nicht zu Steuerhinterziehungen kommt. Die Kapitalertragssteuer, der Kapitalertragssteuerabzug ist eben in Paragraphen 93 fortfolgend StG geregelt und da erfolgt es in der Regel durch den Schuldner, also der Abzug erfolgt durch die auszahlende Stelle. Und die Kapitalertragssteuer ist entweder 25 oder eben 27,5% und wird schon fällig im Zeitpunkt des Zufließens des Kapitalertrages. Ja. Und dann eben noch zu den Grundstücksveräußerungen. Auch da wird es ganz genau in dem Video zu den Grundstücksveräußerungen wiedergegeben. Gibt es grundsätzlich zwei Erhebungsformen. Das heißt, bei den privaten Grundstücksveräußerungen kennen wir die Immobilienertragssteuer. Das ist, wenn die Parteienvertreter sich dazu entscheiden, die Grunderwerbsteuer im Zuge der Selbstberechnungen des Finanzamts abzuführen, dann gilt es auch für die Immobilienertragssteuer. Oder wenn das sozusagen sich, wenn man sich dagegen entscheidet, dann hat der zuständige Notar oder Rechtsanwalt eine Meldung abzugeben und dann erfolgt es mittels Veranlagung. Und die Fälligkeit ist eben am 15. des Zuflusses zweitfolgenden Kalendermonats. Und genau wird es eben ausgeführt in dem Video, was ich bereits erwähnt habe. Vielleicht machen wir das noch, die Abgeltungswirkung. Wenn es jetzt zu dem Immobilienertragssteuerabzug kommt, dann hat dies nur Abgeltungswirkung für private Grundstücksveräußerungen. Das heißt, diejenigen, die sich eines Parteienvertreters bedienen und der Anwalt oder Notar die Immobilienertragssteuer selbst berechnet und das von diesem Finanzamt abführt, muss diesbezüglich nichts mehr tun. Das heißt, der hat nicht die Pflicht, eine Steuererklärung abzugeben,
Anders ist es bei Einkünften aus Grundstücksveräußerungen im Betriebsvermögen, also betrieblichen Grundstücksveräußerungen. Auch wenn dort eine Immobilienertragssteuer abgezogen wird, ist trotzdem zwingend zu veranlagen. Das heißt, es ist trotzdem eine Steuererklärung abzugeben und diesen Rechtsvorgang muss trotzdem gemeldet werden.